Meine verehrten Damen und Herren, wir sind wieder hier, um in den multivariaten Verfahren tiefer ins lineare Modell einzusteigen. Und die Hauptidee dieses Videos heute ist, Ihnen eine geometrische Betrachtung des linearen Modells, ganz allgemein, eine geometrische Betrachtung der Regression näher zu bringen, diese Idee mal einzuführen, dabei auf einige Konzepte, die Sie aus der Schulmathematik kennen, zurückzugreifen, zum Beispiel Vektoren, vor allem Vektoren und die Beziehung von Vektoren untereinander und dann gegen Ende auch noch den Rückbezug herzustellen zu Themen, die wir kennen, zum Beispiel also der Korrelation, der Beziehung von Korrelation und linearer Regression, R-Quadrat vielleicht noch kurz. Und das Ganze aber unter dem Blickwinkel der Geometrie, weil ich auch meine, dass auch diese uns eigentlich aus der linearen Regression vertrauten Konzepte mit einem geometrischen Blickwinkel einfacher fallen. Also, wir sind hier noch am Anfang unseres Programms und gehen jetzt also in die Geometrie der Regression rein. Das ist eigentlich recht schnell erzählt. Was wir kennen, wie wir üblicherweise Variablen repräsentieren, die wir gemessen haben, ist doch, indem wir sagen, wir schreiben in eine Spalte alle unsere Werte, die eine Variable angenommen hat. Und zwar, wann hat sie die angenommen? Wenn wir verschiedene Probanden, verschiedene Beobachtungen getan haben. Also Beobachtungen. Für uns als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sind es oft Probanden, das könnten aber auch einzelne Neurone, das könnten auch einzelne Durchgänge in einem Versuch sein. Das ist das, was wir als Beobachtungen bezeichnen, richtig? Die stehen quasi erstmal untereinander in den Zeilen. Das sind die Units of Observation, wie man auch auf Englisch sagen könnte. Und von denen nehmen wir ja auch üblicherweise an, dass die alle unabhängig sind. Ja? Die kommen ja sozusagen untereinander. Was dann entsteht, ist was man hier oben sieht, quasi ein im Fall von zwei Variablen, einer Variable y und einer Variable x, entsteht ja sowas, was man zum Beispiel für ein Streudiagramm heranzieht. Und hier kann man ja jetzt die Probanden einzeichnen. Ja? Das wäre ein Proband 1, ein Proband 2. Streudiagramm. Diesen Raum, den nennen wir zwar nie so, aber den könnte man sehr gut bezeichnen als Variablenraum. Richtig, das ist ein Raum, geometrisch ein Raum, der aufgespannt wird von, in diesem Fall, zwei Variablen. Und wir könnten uns auch noch vorstellen, was dreidimensional ist, hier ganz gut abzubilden. Wir könnten noch eine dritte Variable z haben, die wir auch gemessen haben. Und die könnten wir hier abtragen. Ja. Hier unten ist mal ein Datenbeispiel, wie wir es in der ersten Vorlesung schon hatten. Eine Variable x könnte zum Beispiel die Bachelor-Abschlussnote sein, eine Variable y könnten die angebotenen Masterstudienplätze sein. Lineare Regression, wir bekommen in diesem Raum eine Steigung etc. So kennen wir das. Genau. Das ist der sogenannte Variable Space. Der wird aufgespannt durch die Achsen, Variablen, Datenpunkte. Und die Probanden, die wir haben, sind in diesen Achsen die Datenpunkte. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt gerade versprochen. Also, die Achsen des Raumes, die den Raum aufspannen, sind die Variablen und reinschreiben in diesen Raum, abtragen in diesem Raum, können wir dann unsere Beobachtungen. Das könnte also zum Beispiel nochmal so aussehen. Auf diese Betrachtung werden wir auch noch zurückkommen, zum Beispiel wenn wir Clustering betreiben. Ganz am Ende des Semesters wird dieser Variablenraum nochmal ziemlich wichtig werden für uns. Für die Idee der Regression ist es allerdings viel hilfreicher, Achtung, diesen ganzen Raum und die Rolle, die die Variablen und die Beobachtungen spielen, genau zu vertauschen. Wie könnte sowas aussehen? Wie könnte man also statt einem Variablenraum einen sogenannten Subject Space aufziehen? Einen Beobachtungsraum könnte man ein bisschen allgemeiner sagen. Subject Space ist jetzt schon sehr psychologisch, dass man sagt, okay, die Subjects, also die Beobachtungseinheiten sind üblicherweise Participants, Subjects, aber die spannen jetzt den Raum auf. Ja? Wir könnten also sagen,
Jede Person, jede Beobachtung ist eine Dimension in dann einem ziemlich hochdimensionalen Raum, richtig? Also wenn wir 30 Probanden haben, dann heißt es, wir haben einen Raum mit 30 Dimensionen. Klingt erstmal erschreckend bzw. fremdartig, und wir wissen alle aus der Schulmathematik, mehr als 3 Dimensionen kann man sich nicht vorstellen. Ja? So geht es. So geht das Diktum, und es ist ja irgendwie auch richtig. Wir können es nicht räumlich vorstellen, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich mathematisch existieren. Und wir werden sehen, dass es sehr hilfreich ist, dass es existiert. Und wir werden ebenfalls sehen, dass es für die meisten Probleme, die wir betrachten wollen, eigentlich auch egal ist, dass der Raum tatsächlich sehr hochdimensional ist. Er ist also tatsächlich n-dimensional, so viel Probanden, wie wir haben üblicherweise. Wenn wir nur 5 Probanden haben, hat dieser Raum also 5 Dimensionen. Schön und gut, das kann man hinnehmen. Das ist ein Subject Space. Wenn der so heißt, dann wird er wohl von den Subjects aufgespannt oder von den Beobachtungen und nicht wie der Variable Space von den Variablen. Aber wo sind die Variablen dann hin? Die Variablen sind in diesem Raum jetzt natürlich einfach Vektoren. Die nehmen die Rolle ein, also letztlich erstmal Punkte in diesem Raum, kann man sagen. Und das repräsentiert man mathematisch als Vektoren. Es gibt irgendwie einen Ursprung von diesem Raum, mit dem werden wir in Zukunft sehr, sehr wenig sprechen, aber den gibt es natürlich. Und so ein Vektor, was ist denn das eigentlich? So ein Vektor ist so eine Art Angabe, wie ich diesen Raum ablaufen soll. Ja? Also wenn ein Vektor 3 Einträge hat, dann bedeutet es ja, der erste Zahl bedeutet, okay, geh so viel, wie diese Zahl ist, entlang der einen Achse. Aha, und dann ist die nächste Zahl, dann gehst du entlang der zweiten Achse, so weit. Und dann gibt es noch einen dritten Eintrag, so weit wie da steht, gehst du dann entlang der dritten Achse. Das wäre jetzt ein Vektor, der in einem dreidimensionalen Raum aufgespannt ist. Unsere Vektoren sind aber dann eben in einem n-dimensionalen Raum aufgespannt. Und wenn wir also eine Variable x, ist völlig egal, was das ist, aber ich mache kurz ein Beispiel, bleiben wir bei der Bachelornote. Wenn ich die Bachelornote von 30 Studierenden vorliegen habe, dann schreibe ich die ja so untereinander, und so wie sie da auch schon steht, kann ich sie mir eigentlich recht leicht als Vektor vorstellen, als 30-dimensionalen Vektor. Jede Dimension ein Proband, und nun für den ersten Proband gehe ich seine Bachelornote entlang, für den zweiten Proband dessen Bachelornote und für den dritten dessen und für den vierten dessen und für den fünften dessen, und ich ende also mit einem Vektor. Kann ich hier mit meinem Pen einfach vielleicht Ihnen zeigen. Also irgendwo in einem hochdimensionalen Raum steht dann so ein Vektor. Und dieser Vektor, der ist genau definiert durch diese 30 Einträge in diesem 30-dimensionalen Raum. Ja, da ist er so verspannt. Hier unten ist es mal gezeigt für einen zweidimensionalen Raum, Proband 1, Proband 2, aber dafür lieber gleich mal 2 Variablen oder wir sagen jetzt 2 Vektoren. Können das austauschbar verwenden für unsere Zwecke hier, ob wir jetzt von einem Vektor oder einer Variable sprechen. Denn jede Variable, stellen wir uns vor, ist repräsentiert als ein Vektor. Dieser Vektor x, der wäre jetzt hier mal blau gezeigt, der würde sich zum Beispiel dadurch auszeichnen, dass sowohl Proband 1 als auch Proband 2 hier positive Werte aufweisen. Der Vektor y oder die Variable y würde sich dadurch auszeichnen, dass sowohl S1 hier runter als auch S2 irgendwie groß negative oder stark negative Werte aufweisen. Ja? Dies ist die Idee des Subject Space, und wenn man den mit den Bildern, die wir vorher hatten, nochmal aufträgt, könnte man sagen, jetzt ist es also so, die Achsen, die den Raum aufspannen, sind die Beobachtungen, die Subjects, und die Datenpunkte oder Vektoren in diesem Raum, das sind die uns interessierenden Variablen. Ja? Wenn man das weiterdenkt, kann man jetzt einiges über diese Vektoren festhalten. Erstens, stellen wir uns mal kurz vor, wir haben eine Variable gemessen, es wäre ein bisschen eine Anomalie, aber stellen wir uns vor, wir haben eine Variable x oder so gemessen und alle Probanden haben denselben Wert in dieser Variable. Ja? Also, zum Beispiel, alle Probanden
Genau, alle Probanden haben denselben Wert. Und was wir noch machen, gleich mal als allerersten Trick vorneweg, muss ich leider sagen, wir zentrieren diesen Vektor. Dann funktioniert mein nächstes Spielchen ein bisschen besser. Wir zentrieren diesen Vektor. Das heißt doch dann eigentlich, dann in so einem einfachen Beispiel, jeder Proband hat den gleichen Wert, und zwar den Mittelwert dieses Vektors eingetragen, sozusagen. Ja? Also jeder Wert entspricht auch schon dem Mittelwert und dann steht entsprechend der Mittelwert drin. Der Mittelwert eines zentrierten Vektors ist einfach 0, richtig? Weil zentrieren bedeutet den Mittelwert abziehen. Also haben wir einen Vektor, und darauf wollte ich jetzt nur hinaus, wo quasi jeder unserer Probanden den Wert 0 drin stehen hat. Wie lang ist ein Vektor? Können Sie auch hier einfach drauf gucken. Die grüne Dame hat den Wert 0 in dem Vektor. Der rote Herr hat den Wert 0, der lilane Herr auch. Das läuft darauf hinaus, dass dieser Vektor keine Ausdehnung hat, oder? Der hat keine Länge im Raum. Der kann sich überhaupt nirgends hinstrecken, weil alle haben den gleichen Wert und er sitzt sozusagen am Ursprung. Und für diesen Ursprung sagen wir mal, der ist jetzt einfach 0, 0, 0, 0, 0. Ja, also 0. Was ich hier andeuten will, wortreich, ist die Tatsache, dass, und das ist extrem hilfreich für alles Weitere, die Länge eines Vektors genau, für unsere Zwecke sagen wir genau, seiner Standardabweichung entspricht. Ja? Variation, viel Variation in der Variable bedeutet große Länge des Vektors, die sich so ergibt, wenn ich diesen n-dimensionalen Raum sozusagen abschreite, um alle Ausprägungen dieser Variable zu repräsentieren. Also wenn ich diese Variable in diesem hochdimensionalen, n-dimensionalen Raum repräsentieren will, dann ergibt sich, dass die Vektorlänge genau der Standardabweichung entspricht. In Kleingedruckt hier in Spiegelstrichen eingefügt ist, dass das eigentlich nicht ganz stimmt, sondern man muss es eigentlich noch mit n-1 oder der Wurzel aus n-1 multiplizieren. Dieses n-1 und die Wurzel ziehen, das kennen Sie von der Standardabweichungsberechnung, richtig? Das ist ein Faktor, den lassen wir hier jetzt, den können wir für unsere Betrachtungen fast außer Acht lassen oder können wir außer Acht lassen. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass wenn wir gleich mehrere Variablen betrachten, zum Beispiel eine Variable x und eine Variable y und immer wenn wir so multivariate Probleme betrachten, wir davon ausgehen können, dass die dieselbe Anzahl Beobachtungen haben. Ja, und damit ist dieses n immer dasselbe und damit ist auch Wurzel aus n-1 immer ein konstanter Term sozusagen, der drauf multipliziert wird. Das heißt, alle Vektoren, die ich hier jetzt so sehe, deren unterschiedliche Längen sind ihre Standardabweichungen. Das kann man so einfach festhalten. Und das kann ich hier auch schon mal vorwegnehmend sagen, wenn wir eine Variable z transformieren, was war denn das nochmal? Z transformieren hieß nicht nur zentrieren, dass sie den Mittelwert 0 hat, sondern auch durch ihre Standardabweichung, ihre originale Standardabweichung teilen, sodass sie eine neue z-standardisierte Standardabweichung von einfach 1 hat. Wenn wir das also mit einer Variable x, einer Variable y, einer Variable z in so einem geometrischen sogenannten Subject Space machen, dann haben wir es mit drei Vektoren zu tun, die alle die Länge 1 haben. Also sagen wir mal, das wäre die Länge 1. Dann ist die Variable x genauso lang wie die Variable z, wie die Variable y. Die, Achtung, zeigen nur in verschiedene Richtungen. Also sie sind wahrscheinlich, wenn es nicht genau das gleiche ist, was gemessen wurde, unterschiedliche Vektoren. Und so ein Vektor, ganz allgemein, der ist also charakterisiert durch seine Länge. Über die habe ich jetzt schon viel geredet. Und das andere für die multivariate Betrachtung, aber mindestens so interessant wie die Länge, ist der Winkel, in dem so ein Vektor in so einem Raum steht. Und durch den Winkel spannt er natürlich mit anderen, muss man noch mal einen zweiten Stift holen, vielleicht so, das ist ein schwarzer Stift hier, sehen Sie den? Genau, so ein schwarzer Stift, so ein weißer Stift. Die wären jetzt etwa gleich lang, kommen wir mal ein bisschen, wenn ich hier ein bisschen trickse, glauben Sie mir das? Die sind gleich lang, das heißt, die haben die gleiche Standardabweichung, aber sie können unterschiedliche Winkel zueinander einnehmen. Genau, hier ist nochmal auch gezeigt in dieser Formel, wie sich die Länge von so einem Vektor ganz allgemein berechnet. Die ergibt sich ganz allgemein aus den Quadraten
seiner Distanzen letztlich, die ich entlang jeder Dimension zurücklegen muss. Diese quadrierten Distanzen oder quadrierten Ausprägungen in jeder Dimension, das bedeutet die quadrierten Ausprägungen jedes Probanden, aufsummiert und davon wieder die Wurzel gezogen, ist dann also die Länge eines Vektors. Und das ist die Standardabweichung, haben wir gesagt. Roundabout minus diesen kleinen oder unter in Betracht und unter nicht in Betrachtnahme dieser kleinen Wurzel n-1, dieses n-1-Faktors. Aber konzeptionell können wir da ruhig so drüber sprechen, dass wir sagen, die Länge eines Vektors ist die Standardabweichung. Und das ist auch ganz interessant, dass das, was ich gerade über die Quadrate erzählt habe, hier noch mit reinspielt. Wir können nämlich also auch sagen, die Abweichung von jedem Proband vom Mittelwert ist ja die Entfernung, die ich auf jeder Dimension quasi gehen muss, quadriert. Es läuft also so darauf hinaus zu sagen, dass die quadrierte Länge von einem Vektor quasi der Varianz entspricht. Man kann sich also quasi rein euklidisch der Tatsache annähern, dass die quadrierte Länge von einem Vektor die Varianz ist und die Wurzel daraus wieder die Standardabweichung. Oder man kann es auch einfach über die Art, wie eben Standardabweichungen und Varianzen herkömmlicherweise berechnet werden, annähern. Es ist nur zwei verschiedene Arten, das zu beschreiben. Es ist genau dasselbe Problem. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Die Länge eines Vektors entspricht quasi seiner Standardabweichung oder noch allgemeiner gesagt der Variation, die in dieser Variable drin ist. Ja? Zur einfachen Vektorgeometrie sei vielleicht erinnernd Folgendes gesagt, das hatte ich gerade schon gesagt, ein Vektor ist erstmal definiert durch zwei Größen. Ich kann jeden Vektor erschöpfend beschreiben durch seinen Winkel in Referenz zu irgendwas, zu einer anderen Achse, zu einem anderen Vektor und seine Länge. Ja? Damit ist ein Vektor vollständig beschrieben. Das ist deshalb wichtig, weil das bedeutet, wir können jetzt zwar irgendwie erschrecken darüber, dass wir es mit 300-dimensionalen, 10-dimensionalen, 200-dimensionalen Räumen theoretisch zu tun haben. Praktisch ist es aber komplett irrelevant. Praktisch ist es genau dieser Stift. Dieser Stift wäre dieser Stift, unabhängig davon, ob der Raum drumherum jetzt dreidimensional ist oder höherdimensional sozusagen. Ich brauche meistens zur Repräsentation des Verhältnisses, oder so sollte ich es eigentlich sagen, wenn mich das Verhältnis dieser beiden Variablen hier interessiert, das sind, ja, sehen Sie das? Ich versuche sie mal bewusst so fast zweidimensional hier hinzuhalten. Wenn mich das Verhältnis interessiert, dann geht es eigentlich nur um diesen Winkel, dieser eine Winkel. Und dann ist es eigentlich ein bisschen egal, ob ich das hier gerade im dreidimensionalen Raum habe, wie jetzt, oder ob ich es mir nur in einem zweidimensionalen Raum anschaue. Das ändert erstmal an dem Winkel der beiden gar nichts. Deshalb ist diese Höherdimensionalität eigentlich kein Problem. Und die meisten der Vektoren, die wir hier oder die Sie im Lehrbuch von Wickens sehen, sind natürlich immer maximal dreidimensional dargestellt. Aber die Probleme bleiben eigentlich genau die gleichen, ob diese Vektoren in einem 30- oder in einem 300-dimensionalen Raum repräsentiert sind. Die einfache Vektorgeometrie, also ich habe einen so einen Vektor und wenn ich jetzt einen zweiten Vektor habe hier, dann ist das in diesem Fall, also hier sind jetzt zwei gezeichnet, ist es eigentlich der identische Vektor. Da er nur durch seine Länge und seinen Winkel definiert ist, folgt daraus, dass das vektoriell dasselbe ist. Es ist eben nur verschoben sozusagen in den sogenannten kartesischen Koordinaten. Ja, man kann sagen, es wurde was dazu addiert, aber für den Vektor in sich hat sich dafür gar nichts geändert. Viel interessanter ist der Fall, auch für uns in der Regression und im linearen Modell, dass wir nun ja meistens zum Beispiel zwei Variablen addieren wollen oder leicht veränderte, kann auch schon sagen, leicht skalierte Varianten von Vektoren, von Variablen addieren wollen. Ja? Und das sei mal hier kurz angedeutet, wenn ich sage, das war zu weit. Okay, hier nochmal drauf. Wenn ich sage, ich habe einen Vektor A, der ist hier gezeigt. Dieser Vektor A ist hier unten auch beschrieben. Der hat zum Beispiel, wäre geschrieben als 4, 2. Ich kann auch übrigens, vielleicht, das hat hier mit den Formeln wohl nicht ganz geklappt damals, deshalb habe ich das so gemacht. Aber eigentlich sollte ich ihn als Vektor so schreiben. Ja? Ich sollte also eigentlich sagen, der Vektor A
der ist dies. 4, 2, da kann ich quasi lesen, ist ein zweidimensionaler Vektor. In der ersten Dimension geht doch bitte 4, 1, 2, 3, 4. Und in der zweiten Dimension, das ist in dem Fall die Y-Dimension, da geht doch bitte hier hoch. Ich sollte im Übrigen, das ist jetzt sehr allgemein, dass hier X und Y steht, ist allerdings fast auch ein bisschen irreführend. Wenn wir das als Subject Space verstehen wollten, müssten wir uns X und Y jetzt bitte als zwei Probanden vorstellen. Ja. Gut, aber wir versuchen hier noch auf diesen Slides ganz allgemein über Vektoren zu sprechen und so kann ich das natürlich sagen. Und das addiere ich sozusagen plus einen Vektor B und dieser Vektor B, der ist eben hier beschrieben als in der ersten Dimension bitte einen Schritt gehen und dann in der zweiten Dimension zwei Schritte gehen. Das ist jetzt alles Schulmathematik und ja, muss sie jetzt gar nicht beeindrucken, um Gottes Willen, zu sagen, wie kann ich denn zwei Vektoren addieren? Das Praktische nur, das Wichtige ist, dass ich mir das eben grafisch auch so vorstellen kann und darauf werden wir noch zurückkommen, dass ich jetzt eigentlich einfach diesen Vektor B, so tankrahmmäßig, ans Ende vom Vektor A legen muss. Wiederum, wir hatten gesagt, zwei Vektoren, wenn die nur verschoben sind, sind sie der identische Vektor. Das ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten. Das heißt, die gleiche Information, die in B repräsentiert ist, nämlich der erste Proband hatte die Ausprägung 1, der zweite Proband hatte die Ausprägung 2. Diese Information bleibt absolut identisch, wenn ich diesen ganzen Vektor jetzt woanders hinschiebe. Ja? Und ich schiebe ihn mir an das Ende von A, um eben diesen Vektor C hier zu erhalten, der resultierende Vektor. Und der ist einfach dann sozusagen, das ist dann der Vektor C. Und der hat natürlich die gleichen Dimensionen, nämlich auch nur 2. Und dort einfach 5 plus 4. Also das ist jetzt hier in dem Fall total einfach. Vektorrechnung, 4 plus 1 ist 5 und 2 plus 2 ist 4. Grafisch heißt das aber, nimm den einen Vektor, schiebe ihn ans Ende des anderen Vektors dran. Ich kann auch Vektoren abziehen. Was das eigentlich bedeutet, das kann man sich besser vorstellen als, nimm den einen Vektor, zum Beispiel b, dreh den um. Wie drehe ich einen Vektor um? Indem ich ihn mal minus 1 nehme. Ja, das kann ich also machen. Ich kann auch einfach sagen, minus b ist das, minus 1 mal b. Und dann hängst du ihn ans Ende von a dran. Dann addierst du also einen umgekehrten Vektor an a, machst die gleiche Rechenregel und es kommt dann nur ein anderer Vektor raus. Es kommt nämlich hier in diesem Fall ein c heraus, was 3, 0 hat. Und so sieht es dann aus. Geh also in der ersten Dimension 3 und dann geh 0 in der anderen Dimension. Das führt dann dazu, dass dieser Vektor jetzt hier direkt auf der Achse, die hier x heißt, oder auf dem einen Probanden sozusagen, identisch wäre sozusagen hier mit dem, oder also, Entschuldigung, identisch ist falsch, in diesem Raum liegt, den dieses x hier aufspannt. Genau. Neben dem Addieren, Multiplizieren, das heißt dem tankrahmartigen Verschieben von Vektoren und dem dann sich neu resultierend ergebenden Vektor, kann ich auch sagen, ich verkürze oder verlängere Vektoren. Und das ist nichts anderes als Skalieren. Kurz zurück auf die Idee des Variable Space. Oder überhaupt des Spaces, egal ob Variable oder Subject Space, aber sagen wir mal, wir haben drei Dimensionen oder in dem Fall hier nur zwei. Ja? Wenn ich jetzt diesen Vektor skaliere, dann hat er also nicht mehr die gleiche Länge. Er ist dadurch nicht der gleiche Vektor wie vorher, aber ganz wichtig, sehen Sie das hier, er hat noch den gleichen Winkel in diesem Raum, also relativ zu der Achse x zum Beispiel. Ja? An der räumlichen Konfiguration am Winkel hat sich überhaupt nichts geändert. Das heißt, auch wenn ich hier andere Vektoren noch drin hätte, zum Beispiel diesen Vektor b aus dem anderen Beispiel oder einen anderen, den Sie sich hier einzeichnen, dann ändert sich in dem Winkel zwischen unserem Vektor a, beziehungsweise der jetzt gleich zu c wird, wenn wir ihn hier multiplizieren, ändert sich nichts. Ja? Ich zeichne es vielleicht doch einfach mal ein. Ich sage mal hier, ich male hier einfach mal kurz zum Spaß einen Vektor rein. Den nenne ich irgendwie, wie nenne ich den? B will ich jetzt nicht nehmen, weil hier B verwendet wurde. Das ist zwar auch nicht so gut. Ich nenne den mal Vektor G. Okay, das ist der Vektor G. Das hier ist der Vektor A. Kann man auch mit so einem Pfeil drüber machen. Und G und A, die beschreiben jetzt also irgendwie hier so einen Winkel. Ja? Dieser Winkel, der wird uns sehr stark interessieren. Und wir werden wahrscheinlich in Sekunden auch sehen, dass dieser Winkel der ist, der darüber entscheidet, was eigentlich die Relation, die Korrelation ist,
Wir werden sogar sehen, dass es ziemlich genau der Korrelation entspricht oder ziemlich genau der Kovarianz entspricht zwischen zwei Variablen, dieser Winkel hier. Und dieser Winkel ändert sich eben nicht, wenn ich A irgendwie verändere. A würde in diesem Fall einfach mit einem B multipliziert. Dieses B ist 2, dann resultiert ein neuer Vektor. Ja? Und bei negativem B, was heißt das also? Negatives B heißt, ich ändere die Richtung des Vektors. Er zeigt dann also irgendwie hier in diese Richtung. Ja? Also ein, kann das hier mal noch einzeichnen, ein B von minus 1,5 zum Beispiel würde bedeuten, nimm A wegen dem Minus, dreh es um in die andere Richtung, aber dann auf die Hälfte. Oder in andere Reihenfolge, verkürz den erstmal auf die Hälfte und dann dreh ihn um. Also würde man vielleicht etwa sowas sagen. Das wäre dann vielleicht ein Vektor, den nenne ich jetzt mal kurz A'. Und A' mal B wäre das mal dem Vektor A, der ja 4, 2 war. Und dann müsste ich hier hinten rauskommen sozusagen. Ja, dann müsste ich bei minus 2, minus 1 sozusagen landen. Ist das richtig? Ja, ich habe jetzt hier nicht war da überhaupt 4, 2? Ja, 4, 2. Genau, dann müsste ich bei minus 2, minus 1. Genau, da müsste ich etwa landen. Das also die Multiplikation eines Vektors und die beiden Operationen, nämlich Verschiebevektoren, die machen wir oft nur sehr implizit, aber vor allem dieses Skalieren eines Vektors in seiner Länge, und deshalb heißt es auf diesem Slide natürlich auch schon B, das ist das, was wir in der linearen Regression eigentlich machen. Wir können Vektoren eigentlich nur in ihrer Länge verändern. Damit können wir Variablen, und das machen wir, indem wir Variablen letztlich skalieren, gewichten. Genau, also hier nochmal auf einen Blick, Variable und Subject Space direkt nebeneinander. Wenn ich zwei Probanden habe, dann kann ich sie klassischerweise, wie ich es bisher gemacht habe, auf zwei Variablen messen, eine Variable x und eine Variable y. Und der eine Proband zeichnet sich aus durch hohe Ausprägung in x, nicht so hohe Ausprägung in y. Der andere Proband zeichnet sich dadurch aus, dass er zum Beispiel verglichen mit dem Mittelwert schon eine negative Ausprägung in x hat, aber eine recht ordentliche Ausprägung in y. Ja, damit ist es vollständig beschrieben. Kennen wir. Sogenannter Variable Space. Aufgespannt von den Variablen, dem Fall x und y. Verlustfrei kann ich sowas transformieren, kann ich das verstehen, als eine Repräsentation im sogenannten Subject Space, der aufgespannt wird von den Probanden. Da diese Probanden independent und identically distributed sind, wobei das hier jetzt nicht so eine Rolle spielt, aber hier independent, das kann ich jetzt einfach schon mal vorwegnehmen. Ich kann vorwegnehmen, dass zwei Vektoren und damit auch zwei Achsen in solchen Räumen immer dann independent sind, wenn sie orthogonal aufeinander stehen. Also insofern passt es hier. Diese Probanden, die verstehen wir als unabhängige Beobachtungen und entsprechend stellen wir sie uns als als orthogonale Achsen unseres Raumes vor. Ja. In diesem Raum kann ich jetzt die Variable x ausdrücken als einen Vektor, ja, und schreibe dann eben x gerne auch tatsächlich als Vektor und die Variable y. Genau. Und das, was wir hier gerade gesagt hatten, müsste sich da auch zeigen. Also s sollte, s2 hatte irgendwie eine, ja, so bisschen niedrigere Ausprägung auf y als s1. Das müssten wir hier auch sehen, dahingehend, dass s1 in der Variable, jetzt muss man sagen, in der Variable y ein bisschen stärker ausgeprägt ist als s2. Also wir sehen, das müsste eigentlich genau die gleiche Information sein, die wir hier drüben gerade repräsentiert hatten. Ich kann hier der Vollständigkeit halber nochmal sagen, das wäre quasi der Proband 2 als Vektor gewesen, das wäre der Proband 1 gewesen als Vektor. Zum bisschen spaßig-philosophische Einordnung dieses ganzen Themas nochmal. Ich selber, seit ich im zweiten Semester mal über Faktorenanalyse oder so gehört habe, fand eigentlich die Idee immer lustig, dass ich als Proband, hier Stichwort S1, S2 in blau, dass ich als Proband, der einen Fragebogen ausfüllt von diesem Psychologen, der mich da misst, eigentlich verstanden werde als ein Vektor in einem hochdimensionalen Raum. Wenn Sie an die Persönlichkeitsdimensionen denken, dann könnten Sie sagen, Sie haben ja eine Ausprägung in Neurotizismus, in Extraversion, in Openness, in Agreeableness, in Conscientiousness.
fünf Dimensionen, unabhängige Dimensionen. In diesen fünf Dimensionen nehmen Sie einen Punkt ein und wir können sagen einen Vektor und ich bin ein anderer Vektor. Ja? Also so verstehen wir uns hier halt quasi. Das wäre der klassische Variable Space und das haben wir jetzt sozusagen, der klassische Variable Space, richtig. Und jetzt drehen wir das sozusagen um und sagen, nö, ich bin eine Achse in dem Raum und du bist eine andere Achse in dem Raum und die vielen, vielen anderen Menschen, die wir in unserer Stichprobe haben, sind andere Achsen in diesem Raum. Und die Variable Neurotizismus stellen wir uns dann eigentlich vor als einen Vektor in diesem Raum. Genau, das ist hier auch nochmal gezeigt. Vielleicht nochmal kurz dazu die wichtige Grundidee, dass wir x und y, alle Variablen, eigentlich gerne, sehr, sehr gerne zentriert verwenden, wenn wir in die Geometrie reingehen. Ja? Das hat vor allem den Vorteil, dass der Ursprung dieses Raumes immer bei 0 ist sozusagen, dass es klar ist, dass alle Vektoren quasi aufgehängt sind an ihrem Mittelwert. Beziehungsweise anders gesagt, jede Ausprägung, die ein Proband dann mitbringt, sind Abweichungen vom Mittelwert quasi. Ich glaube, hier ist es jetzt gerade, genau, hier sehen wir das mal. Wir sind im Variable Space, ja, zwei Variablen x und y spannen einen Raum auf, in dem sind 10 Probanden abgetragen mit ihrem jeweiligen Wert x und y. Und wenn ich diese Punktwolke jetzt einfach nehme und erstmal zentriere, dann bin ich in einem immer noch genau die gleiche Information, ja, gehen Sie da einfach nochmal hin und her zwischen den beiden Graphen. Und Sie werden sehen, genau gleiche Konfiguration, nur eben beide Variablen bereinigt um den Mittelwert. Und diese Repräsentation, die würden wir jetzt eigentlich nehmen. Also sozusagen der eigentliche, wenn wir jetzt in den Subject Space hineingehen würden, würden wir uns diese beiden Variablen vorstellen als zwei zehndimensionale Variablen, die sozusagen hier mit diesen Ausprägungen quasi dann sozusagen repräsentiert werden. Ja? Also, das war jetzt nicht so schlau, das hier reinzumalen. -3, -3. Ich kann vielleicht, was besser ist, ich kann einfach sagen, kann sich das einfach tatsächlich dann als einen Vektor x vorstellen. So kann man es vielleicht machen. Ja? Das sind ja immer diese großen geschweiften Klammern oder großen gebogenen Klammern, die solche Vektoren darstellen. Also, x und y wären dann zwei Vektoren. Warum ich Sie damit jetzt schon wieder eine halbe Stunde traktiert habe, ist, ich will Ihnen diese Idee näher bringen, weil wir zwar die einzelnen Beobachtungen dann gar nicht mehr sehen, die sind auch in unseren Graphen gar nicht mehr repräsentiert, aber alles, was uns interessiert, sehen wir dafür umso deutlicher, nämlich die Beziehung zwischen den Variablen. Und hier auf diesem Slide haben wir jetzt auch die wichtige Information. Da wird es jetzt nämlich hier gleich noch um den Winkel sozusagen gehen. Der Winkel, den zwei Variablen miteinander aufspannen in diesem Subject Space, der entspricht genau quasi, beziehungsweise der Kosinus dieses Winkels entspricht genau der Korrelation. Schnell schauen, was wir hier noch drauf haben. Genau, das hatte ich eigentlich schon gesagt, Verzeihung, wenn wir hier sagen, die Vektorlänge einer Variable drückt ihre Standardabweichung aus, und dann hatten wir auch schon vorweggenommen, und das hatte ich vorhin schon gesagt, die Länge einer z-standardisierten Variable, deren Standardabweichung natürlich 1 ist, hat entsprechend dann auch einfach die Länge 1. Und dann ist es umso deutlicher zu sehen, wenn alle Vektoren in so einem Raum mal die gleiche Länge haben, dann sieht man umso besser, dass es um den Winkel zwischen den Variablen eigentlich geht. Und der Kosinus dieses Winkels entspricht dann der Korrelation. Das ist quasi eigentlich einfache Trigonometrie, die wir gleich auch nochmal im Einsatz sehen. Dass der, ja, nee, dabei lasse ich es einfach mal bewenden. Die Korrelation zwischen zwei Variablen entspricht dem Kosinus des Winkels. Das passt auch dazu, das wäre hier vielleicht noch wichtig, das einmal zu sagen, damit es nicht untergeht. Wenn zwei Variablen keine Korrelation miteinander aufweisen, dann weisen sie, sagen wir auch, keine lineare Beziehungen auf. Ich kann nicht die eine Variable
als lineare Funktion der anderen ausdrücken. Die sind einfach orthogonal zueinander. Und dieses Orthogonale sehen wir jetzt hier mal verwirklicht. Der Kosinus von orthogonal, was heißt das? Der Kosinus von 90 Grad, der ist einfach 0. Genau, das sehen Sie hier nochmal. Ja? Das kennen Sie aber wahrscheinlich vielleicht auch noch aus der Schulmathematik. Wenn nicht, dann seien Sie jetzt hier dran erinnert. Mit Sinus und Tangens und so haben wir nicht so viel zu tun, aber den Kosinus als Funktion ist so die trigonometrisch wichtigste Funktion, die wir hier mit, ja, den Sie hier manchmal zu tun bekommen. Was wir hier jetzt machen können, wir können jetzt den Kreis schließen und können uns jetzt quasi einige der Sachen, die wir über die Regression schon uns nochmal vergegenwärtigt hatten, geometrisch gewendet angucken. Und manches wird eben auch, wie ich finde, sehr viel einfacher ausfallen. Hier oben im Eck sehen wir ein Beispiel, was wir schon vorher hatten. Das ist nochmal das Beispiel mit der Anzahl Studienplätzen gegen die Anzahl angebotener Masterplätze. Beide Variablen, sehen Sie das, sind jetzt offensichtlich hier zentriert worden, wie es dann für die Geometrie auch am meisten Sinn macht. Das heißt, alle Messungen, die wir haben, werden ausgedrückt als Abweichungen vom Mittelwert. Also das hier oben ist natürlich der sogenannte, wie heißt der Raum jetzt wieder? Das ist der sogenannte Variable Space, den wir schon kennen, ein typischer Scatterplot mit einer Regressionslinie. Wenn man sich sowas versucht, aber hier vorzustellen, in einem geometrischen Raum, dann würde man sagen, man hat eine Variable y gemessen. Das ist jetzt hier mal so in so einem Gelb gezeigt. Und man hat eine Variable x und man fragt, wie viel von x, von y kann ich regressieren auf x, richtig? Und das fragen wir mit einem allgemeinen linearen Modell, indem wir versuchen, den Vektor y zu modellieren als irgendeine skalierte Variante von x, richtig? Die Worte, die ich jetzt hier verwendet habe, die haben wir auch schon vorher verwendet, bevor wir die geometrische Betrachtung wirklich kannten. Jetzt wissen wir aber, einen Vektor zu skalieren heißt, oder mit irgendwas zu multiplizieren, heißt ihn einfach in seiner Länge zu verändern. Und wenn ich ihn umdrehen will, dann muss ich einfach ein negatives Gewicht nehmen. Was ich damit aber nicht mache, mit einer einfachen sogenannten skalaren Multiplikation, ist, ich ändere nicht seinen Winkel. Also seine Orientierung im Raum, seine räumliche Konfiguration ändere ich damit überhaupt nicht. Ich kann mir also vorstellen, und damit greife ich noch voraus, das kommt eigentlich erst auf den nächsten Slide, die Variable x in dem Fall, die spannt auch einen Raum auf, einen sehr langweiligen Raum, nämlich einen eindimensionalen Raum. Ja? Aber dieser Vektor x, der hier drin liegt, ich male ihn auch nochmal rein, dass Sie ihn ein bisschen besser sehen, dieser Vektor x, der liegt in einem Raum, in seinem eigenen Raum sozusagen, ja? In seinem eigenen Subraum, sagen wir auch gleich da dazu. Und alles, was ich mit einer Multiplikation machen kann, ist den auf dieser Achse, in seinem Raum sozusagen, verkürzen oder verlängern oder eben von mir aus auch umdrehen, aber er bleibt auf dieser Achse. Was wir in der Regression jetzt eigentlich suchen, ist ein B, ein Regressionsgewicht, das x so verkürzt oder verlängert, mehr können wir nicht machen, dass möglichst viel von y damit eingefangen wird. Ja? Also y zeigt sozusagen hier nach hinten. Dann könnte man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist ja doof, ist ja ganz was anderes als x. Wenn man aber sich klar macht, dass der Winkel zwischen den beiden so eine große Rolle spielt und dass der Kosinus des Winkels der Korrelation entspricht, dann sieht man schon, so schlecht ist die Lage vielleicht hier gar nicht. Im Gegenteil, die ist sogar ziemlich gut, denn alles, was wir machen müssen, ist, wir müssen x verlängern, aber der muss in die andere Richtung zeigen, nämlich hier runter. Und dann entsteht etwas, was man y-Hut nennt. Also wenn ich b mal minus 1 nehme und dann nochmal 4 sozusagen, also die vierfache Länge aufblase, aber in die andere Richtung, das ist ein Regressionsgewicht von minus 4, dann bekomme ich offensichtlich eine Lösung, die von dem Ordinary Least Squares uns vorgeschlagen wird. Aber warum? Warum ist es genau minus 4? Man könnte doch, wie gesagt, man könnte wieder rumprobieren, aber warum resultiert genau minus 4? Hier oben in Schwarz sehen Sie nochmal das, was wir so als analytische Lösung von Gauss irgendwie hatten. Das fiel einfach wie Manna vom Himmel und ich sagte letzte Woche, schaut mal, so könnt ihr das Regressionsgewicht B ausrechnen. Ihr nehmt so ein Kreuzprodukt aus X und Y und teilt es durch so eine Art Varianz von X oder so eine Abweichungsquadrate von X.
In der Geometrie lässt sich jetzt zeigen, warum das genau die Lösung dafür ist. Die Antwort steckt in der Forderung nach Homoskedastizität eigentlich drin. Nämlich in der Forderung hier. Die Forderung war ja, es muss dieser Vektor E hier, das ist ja die Abweichung von dem Punkt, wo ich hinkomme, wenn ich mein Y-Hut dann habe, wenn ich fertig bin mit meinem linearen Modell, und dem, wo ich gelandet bin mit Y. Dieses E, diese Distanz, die möchte ich so klein wie möglich halten. An Y kann ich nichts drehen. Alles, was ich machen kann, ist, ich kann X verkürzen oder verlängern. Also an der Lage von X kann ich auch nichts ändern. Aber ich suche nach einer Verkürzung oder Verlängerung von X, die mich möglichst nahe hierhin bringt. Nun, welcher Punkt? Also das heißt, das ist jetzt, man kann es, glaube ich, so ganz gut sagen. Das heißt, ich kann mich nur auf dieser Achse entlang bewegen. Ich muss X irgendwie nehmen, verkürzen, verlängern. Welcher Punkt auf dieser ganzen Achse ist der, der E am kürzesten werden lässt? Na, das ist so, wie man auch über die Straße laufen würde. Am besten im rechten Winkel. Ja, das ist die kürzeste Strecke hier drüber, um hier tatsächlich einen rechten Winkel zu bekommen. Dieser rechte Winkel, der stellt mir sicher, dass ich die kürzeste Distanz habe. Das bedeutet also, wenn dieser rechte Winkel hier ein Muss ist, wenn der gegeben ist, dann ist auch klar, wo ich hier landen muss. Ja. Und dieses, wenn wir sagen, die kleinsten Quadrate, dann haben wir ja gesagt, was muss eigentlich minimal werden? Die Summe der Abweichungsquadrate, die soll minimal werden, richtig? Das haben wir gefordert. Die soll bitte, bitte minimal werden. Und dieses Quadrat kann ich mir hier einzeichnen. Ich kann sagen, also alle Werte E in diesem Vektor, in diesem Subject Space, alle Werte E zusammen sind quasi der Vektor E, der Fehlervektor, der Residuumsvektor. Und diese Werte alle quadriert, das ist quasi diese Fläche hier, die Länge dieses Vektors quadriert. Und das soll eben minimal werden und das wird eben dann minimal, wenn ich hier den rechten Winkel quasi erzwinge. Diese Forderung quasi, die wir als Voraussetzung haben im Ordinary Least Squares, dass das Residuum orthogonal sein soll zu den prädizierten Werten, zur Lösung, beziehungsweise auch zum Regressor X, die ist quasi zentral dafür, dass überhaupt diese Lösung auch so resultieren kann. Wer Lust hat, kann sich jetzt hier auch kurz angucken, warum das so sein muss. Das ist so ein kurzer Beweis, dass man ihn wirklich sich fast mal angucken kann. Wenn man mit der Forderung, steigen wir mal hier oben ein. Also, das ist die Forderung der Homoskedastizität, mit der wir ins lineare Modell reingehen. Was immer wir an Fehler machen, soll orthogonal sein zu dem, was in X repräsentiert ist. Ja? Das ist quasi die Forderung. Und dann kommt eben noch wichtig hinzu, das muss man jetzt vielleicht wissen, das hätte ich eins vorher schon mal erwähnen sollen, damit es wirklich ganz schlüssig wäre. Wenn zwei Vektoren orthogonal sind, das gilt ganz allgemein, wenn zwei Vektoren orthogonal sind, dann kann ich sie, dann haben sie keinen resultierenden Vektor sozusagen. Ja? Dann kann ich sie miteinander multiplizieren und es wird 0 rauskommen. Das Kreuzprodukt oder das Vektorprodukt, sollte ich sagen, das Vektorprodukt dieser beiden Variablen, wenn sie orthogonal aufeinander stehen, wenn sie unabhängig sind, ist 0. Ja, das ist quasi die Definition. Das heißt, ich kann eigentlich auch dafür jetzt auflösen. Ich kann einfach sagen, okay, das muss also 0 sein. Das nehme ich eigentlich als Ansatz, um meine Lösung zu finden. Ich sage, was immer ich an Fehler mache und was immer ich an x habe, soll nichts miteinander zu tun haben, soll als Vektorprodukt 0 haben. Ja gut, x habe ich, aber was ist e? E ist eigentlich y minus mein lineares Modell, richtig? Weil mein lineares Modell b mal x plus mein Fehler ist ja y, also ist das ja die eine andere Art e auszudrücken. Die multipliziert soll 0 sein. Dann kann ich das einfach ausmultiplizieren, dann kann ich sagen, aha, x mal y, also so eine Art Vektorprodukt aus meiner Variable x und meiner Variable y, minus b mal x mal x, also so eine Art Quadrat meines Vektors x, das soll 0 sein. Ja, dann kann ich das einfach auflösen nach b, kann das erstmal hier rüberholen und kann sagen, okay, dann ist also b irgendwie eigentlich das
Vektorprodukt oder manchmal sagt man im Englischen auch Dot Product meiner zwei Variablen, um die es gerade geht, in der einfachen Regression, geteilt durch die Quadratsumme, also die quadrierten Abweichungen in x sozusagen. Ja? Und das ist ja, wenn man die Pfeile da oben, die Vektorschreibweise sich mal wegdenkt, genau das Gleiche, was wir hier drüben schon definiert hatten. Das ist also zumutbar, sich in der geometrischen Vorstellung sich mal kurz klar zu machen, warum eigentlich das die Lösung für B ist. Die sieht immer nicht intuitiv aus, aber sie resultiert einfach daraus, dass wir das fordern. Wir fordern, E muss orthogonal zu X sein. Und das nur noch als Abrundung. In dem anderen Video, wo wir über Homoskedastizität bei Regressionsdiagnostik, wo wir dort ja schon über Homoskedastizität gesprochen hatten, hatte ich gesagt, wenn Sie in Ihrem fertigen Regressionsmodell, in Ihrem linearen Modell mal schauen wollen, wie gut diese Annahme erfüllt ist, ist es egal, ob Sie x plotten oder ob Sie die predicted values y-hut plotten. Und das wirkte erst so ein bisschen arbiträr. Warum soll das egal sein? Hier jetzt sehen wir das. Wir sehen nämlich x und y Hut, was nichts anderes ist als eine Funktion von, also eine einfache skalierte Variante von x, die liegen immer im gleichen Raum. Das heißt, die geometrischen Verhältnisse, für die ist es egal, ob ich jetzt y Hut oder x angucke, weil die immer auf einer auf einer Achse liegen, sozusagen in einem eindimensionalen Subraum liegen. Y-Hut muss immer in dem Raum liegen, den x vorgibt. Ja? Y-Hut, meine Lösung, liegt immer in dem Raum, den mir meine Regressoren vorgeben. Ich komme aus diesem Raum nicht raus mit meinem Y-Hut. Und das werden wir auch in der multiplen Regression nochmal sehen. Genau. Kurz noch zum Begriff des Subspace oder des Subraumes. Oder noch allgemeiner vielleicht Definition der Idee einer Projektion. Ich werde jetzt hier schon ein bisschen multiple regressionsartig, weil ich finde, man sieht es besser, wenn dieser Raum, wenn das Gespräch vom Raum auch schon etwas ist, was wir auch intuitiv räumlicher begreifen, nämlich was Zweidimensionales. Wir haben hier in schwarz zwei Variablen, x1 und x2, die sozusagen einen Raum aufspannen. Und die Variable y, die zeigt sozusagen, woanders hin die steht, in einem bestimmten Winkel zu beiden Variablen und damit auch zu dem Raum, den diese beiden Variablen aufspannen. Ja? Und Projektion bedeutet jetzt, ich nehme sozusagen, das können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie hier oben eine Taschenlampe hinhalten würden und die würde genau auf diesen Raum, den x1 und x2, auf diese Ebene in dem Fall, die x1 und x2 aufspannen, diese Wand, lotrecht das Licht drauf werfen. Ja? Also eine Taschenlampe so halten, dass sie genau eigentlich parallel zu dem Raum von x1, x2 ist. Dann fällt da so ein Licht drauf und man schaut, wie viel Schatten wirft y jetzt in diesen Raum hinein. Und dann gibt es immer aber auch einen zweiten Anteil. Das sehen wir auch, glaube ich, auf dem nächsten Slide. Entschuldigung, ich bin zu schnell. Die beiden Variablen x1, x2 spannen diesen Raum auf. Und das ist ein Subraum des gesamten Raums, den wir hier betrachten. In diesem Fall ist es einfach eine Ebene. Als wir nur eine Variable x hatten, war der Subraum, den eine Variable alleine aufspannt, natürlich nur tatsächlich eine Gerade sozusagen. Ja? Und die lineare Regression ist nichts anderes als die lotrechte Projektion der Variable y in den Subraum der Regression. Ja? Die Regressoren, egal wie viele sie haben, spannen immer einen Raum auf, der niederdimensionaler ist, als y. Und die Projektion in den Raum, den die Regressoren miteinander aufspannen, ist eigentlich das, was lineare Regression genau macht. Noch allgemeiner ist der Begriff der Projektion dahingehend wichtig, dass wir sagen, immer wenn ich was projiziere, wenn ich y, hier ist nochmal eindimensional gezeigt, die Variable y projiziere ich in den Raum, das schreibt man manchmal auch mit sowas, was aussieht ein bisschen wie ein kleines V, das nennen wir nü griechisch, in den Subraum nü 1, das ist der Raum, den die Variable, den hier in dem Fall eine Variable y Hut aufspannt oder auch x, ja,
Diese Projektion da rein führt automatisch dazu, dass es einen gewissen Teil von y gibt, der damit noch nicht erschlagen ist, der dann aber in danach nichts mehr mit dem projizierten Anteil in diesem Subraum zu tun hat. Projektion bedeutet also immer, ein gewisser Anteil der Variable wird in den Raum projiziert, ein anderer, davon unabhängiger, orthogonaler Anteil bleibt aber übrig. Genau, daraus ergibt sich auch im Übrigen nochmal ganz schön, warum ich versuch's mal nochmal mit Worten zusammenzufassen, warum sich die Länge, die originale Länge kann man auch sagen, eines Vektors y ergibt als Summe der Quadrate und dann wieder die Wurzel gezogen aus der Länge, die der Vektor y Hut hat. Das war die eine Projektion, zum Beispiel in den Raum der Regressoren. Und das, was davon übrig ist, orthogonal dazu, das Quadrat der Abweichungen. Also das kann man sich so ganz schön vorstellen. Und so ist jede Variable quasi zu verstehen, immer als eine resultierende aus zwei orthogonalen Komponenten. Ja? Und diese Größe ist ja wiederum im Prinzip nichts anderes als eine Vektorlänge. Diese Vektorlänge y, also die Standardabweichung von y, die originale Standardabweichung, die bekomme ich, indem ich quasi Umweg über die Varianzen gehe und sage, die ganzen Abweichungsquadrate in meiner Lösung y Hut oder in meinem linearen Modell und die ganzen Abweichungsquadrate in meinem die zusammen ergeben mir meine totale Variation. Genau. So, was uns jetzt noch fehlt, nachdem wir die Geometrie der Regression sehr grundlegend mal angeschaut haben, ist ein bisschen ein Rückbezug auf Phänomene der einfachen Regression oder der Regression, die wir schon kennen und wie wir diese Phänomene vielleicht im Lichte unseres neuen geometrischen Wissens besser verstehen können. Dazu gehört erstens nochmal die Beziehung von Pearsons R, wie wir es aus der deskriptiven Statistik aus dem Bachelor kennen, und dem Regressionsgewicht uns anzuschauen. Zweitens das Phänomen, damit eng verwandt, dass nämlich die vorhergesagten Werte aus einem Regressionsmodell, die Werte y Hut, also so ein Vektor y Hut, immer weniger streut, der hat immer eine kleinere Standardabweichung als die Originalvariation, die Originalstandardabweichung in y, die wir hatten, bevor wir die Daten modelliert hatten. Und kurioserweise war es so, dass dieses Verhältnis auch immer genau Pearsons R entspricht. Also Pearsons R, wenn Pearsons R Punkt 3 ist, dann weiß ich schon, aha, die vorhergesagten Werte in einem linearen Modell hier, in einem einfachen linearen Modell mit nur dieser einen Variable x, wird um genau den Faktor Pearsons R, also genau um Punkt 3, weniger streuen. Warum ist es so? Ergibt sich auch aus der Geometrie sehr deutlich, finde ich. Und drittens, ebenfalls damit zusammenhängend, immer mit dieser geometrischen Konfiguration von wie stehen y und y-Hut zueinander beziehungsweise x zueinander. Daraus ergibt sich auch relativ leicht abzulesen aus dieser geometrischen Situation unsere Kerngröße bei linearen Modellen r². Also, vielleicht nochmal zum Warmwerden ein Regressionsmodell, und wir vergessen die Geometrie nochmal kurz, ein Regressionsmodell, wo wir versuchen, die Körpergröße unter Studierenden, hier bezeichnet als eigene Größe in diesem Scatterplot auf der y-Achse, zu regressieren auf, also zu modellieren als Funktion der mütterlichen Körpergröße. Also das heißt, jeder Studierende hat die eigene Körpergröße berichtet und die Körpergröße ihrer Mutter oder seiner Mutter. Und hier sehen wir jetzt den Statistik-Output. Sehr viele Zahlen, das ist noch aus SPSS, aber sowas, so ein Output produziert, wenn Sie eine Regression bestellen, quasi jedes Statistikprogramm für Sie. Und hier sticht jetzt mehreres ins Auge. Zum einen haben wir hier, darum soll es ja heute gehen, eine Korrelation. Wir haben
hier die Korrelation, die in diesem Fall, weil es nur zwei Variablen gibt, tatsächlich auch Pearsons R entspricht, zwischen diesen Variablen beträgt 0.34. Wir wissen auch, wenn wir R von zwei Variablen quadrieren, dann kommt so ein R-Quadrat raus, so ein sogenannter Determinationskoeffizient. Also alles ganz ungeometrisch so, ja, Bachelorwissen. 12%. Also 12% der Varianz in der eigenen Körpergröße ist rückführbar, ist erklärbar durch diese Variable x, in dem Fall die mütterliche Körpergröße. Etwas interessanter für unsere Zwecke hier unten aber bei den sogenannten Koeffizienten, dieses b, der sogenannte unstandardisierte Koeffizient, das Regressionsgewicht, da gibt es eine gibt's ein B0 von 83 cm. Das wäre sozusagen, wenn die eigene Mutter 0 Körpergröße hätte. Sie sehen das hier schon, das ist natürlich Quatsch. Die eigentlichen Werte sind ja irgendwo zwischen 150 und 180 cm für die Mütter. Aber wenn wir uns das vorstellen würden, wir würden hier weiter, immer weiter Richtung 0 gehen. Dort bei 0 wären wir hier auf der Y-Achse bei 83 cm. Völlig uninteressant und nur mathematisch sinnvoll, nicht im wirklichen Leben. Interessanter aber das B. B, Regressionsgewicht B1, beträgt 0.55. Das heißt, für jeden Zentimeter, den eine Mutter als größer berichtet wird, weil Zentimeter die Einheit ist, also für jede Einheit, die ich mehr im Regressor mache, habe ich nur eine Zunahme, positives Regressionsgewicht, eine Zunahme von einem halben Zentimeter etwa, ja, 0.55. So, was hat jetzt dieses R und dieses B miteinander zu tun? Etwas, das Ihnen vielleicht auch gewahr ist, wenn ich beide Variablen z standardisiert hätte, also diese Größen, dann wären die nicht mehr in Zentimetern, sondern dann wären die nur noch in sogenannten Standardabweichungseinheiten, richtig? Dann hätten die alle den Mittelwert 0, beide, und die Streuung 1. Wenn ich dann eine lineare Regression machen würde, dann hatten wir gesagt, nennen wir diese Bs konventionellerweise Betas und dann, huch, was ist da los? Dann ist dieses Beta, also das standardisierte Regressionsgewicht, genau gleich dem, was wir als Korrelation kennen, 0.34. Ganz allgemein kann man irgendwie sagen, dass ein Korrelationskoeffizient in einer eindeutigen mathematischen Beziehung zum einfachen Regressionsgewicht steht, solange es keine anderen Variablen, keine anderen Regressoren gibt. Und zwar muss ich ein Regressionsgewicht einfach mit dem Verhältnis der beiden Streuungen multiplizieren. Das Verhältnis zwar so um das Sx im Verhältnis zu Sy. Anders gesagt, vielleicht interessanter, weil Korrelation kannten wir schon, Streuung kannten wir auch schon. Aus diesen drei Zutaten, sollte ich sagen, kann ich per einfacher Multiplikation Gewichtung von R quasi auch das B1 in der einfachen Regression bekommen. Das sehen wir nochmal in dieser Formel. Wenn zwei Variablen x und y z standardisiert sind und die Streuung 1 haben, dann bleibt sich das hier auch gleich. Dann ist b1 wirklich gleich r. Ja? Weil dann wäre das hier ja quasi mal 1 sozusagen. Ja? Dann wäre r mal b. Im Beispiel können wir das einfach mal stumpf einsetzen, können sagen, okay, danke, um die Korrelation wieder rauszubekommen aus einer linearen Regression, nehme ich also dieses unstandardisierte Regressionsgewicht und multipliziere es mit dem Verhältnis der Streuungen. Und das ist also hier die Streuung in y, 9,23 cm ist die Standardabweichung müssen wir kurz gucken, wo ich das jetzt hierher hatte, hier in der eigenen Größe, das ist das, was wir vorhersagen wollen, in y. Und 5,73 ist die Streuung unter den Müttern. Ja, und das Verhältnis dieser beiden Streuungen muss ich nehmen und dann komme ich wieder auf den Korrelationskoeffizient. So gut, so weit, so gut. Aber was, können wir uns das irgendwie intuitiver klar machen, warum diese, wie jetzt R sozusagen direkt mit der, was das mit der Regression eigentlich zu tun hat? Bevor wir das auflösen sozusagen, möchte ich gleich das zweite Phänomen, was damit eng zusammenhängt, auch noch kurz einführen. Verwirrenderweise wieder ein Scatterplot. Manche von Ihnen kennen den auch schon aus dem Bachelor, weil dieses Beispiel, ohne es groß zu erklären, hatte ich auch im Bachelor drin, zu sagen, ich
trage jetzt hier mal nicht die mütterliche gegen die eigene Körpergröße ab, sondern ich trage ab die eigene Körpergröße, wie wir sie gemessen haben. Die hatte eine Streuung von 9 Zentimetern, wenn Sie das noch im Kopf behalten, bitte kurz. Und Y-Hut, also die prädizierte eigene Körpergröße, die das Regressionsmodell vorhersagen würde. Kann ich natürlich auch mal gegeneinander abtragen. Und das tue ich hier, um Ihnen zu zeigen, dass ja irgendwie die Streuung in den prädizierten Werten Y-Hut wirklich viel kleiner ist als die Streuung, die wir eigentlich beobachtet haben in Y. Das heißt, ganz allgemein gesprochen, ich kann in meiner Y-Variable, werde ich immer irgendeine Streuung, eine Variation, eine Varianz haben. Die möchte ich aufklären durch ein lineares Modell. Ein lineares Modell kann niemals ganz, also kann niemals eine größere Streuung erzeugen. Das liegt nicht in der Mathematik und wir können sagen in der Geometrie dieses Vorgehens. Ich mache also sozusagen immer nur einen Fehler dahingehend, dass ich die Werte rund um den Mittelwert zu eng prädiziere. Das ist im Wortsinne Regression zur Mitte. Wenn ich eine Variable nehme und sie modelliere, indem ich sie regressiere auf andere Variablen, dann wird die Streuung immer kleiner ausfallen. Und diese Streuung ist genau um den Faktor R kleiner, genau um Pearsons R. Und das sehen wir jetzt in der Geometrie, warum das so ist. Wir können das hier auch mathematisch nochmal zeigen, dass das genau der Fall ist. Das Verhältnis also der Standardabweichung der vorhergesagten Werte zu diesen 9,2, zu dieser Standardabweichung der tatsächlichen eigenen Körpergröße ist ebenfalls wieder Punkt 3,4. So, warum ist das wohl so? Jetzt müssen wir zurück zur Geometrie. Geometrisch. Ich versuche das mal so zu entpacken. Quasi, ich versuche hier ein geometrisches Verständnis von Pearsons R, einem schon aus unserer Grundausbildung vorhandenen Verständnis gegenüberzustellen oder den Formeln gegenüberzustellen. Geometrisch ist der Korrelationskoeffizient das sogenannte Skalarprodukt oder Dot Product von X und Y. Das ist was, was ich früher im Video hemdsärmlich als Kovarianz bezeichnet habe. Aber dieses Skalarprodukt wird normiert, also letztlich geteilt durch die Länge oder Beträge der Vektoren. Und was haben wir in diesem Video gesagt? Am Anfang, wenn Sie nochmal zurückgehen wollen, ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit Vektoren, die Länge von Vektoren oder der Betrag von Vektoren entspricht der Standardabweichung. Ja? Also haben wir hier als Formel quasi, könnten wir sagen, machen so ein sogenanntes Skalarprodukt aus zwei Vektoren, x und y, die stehen irgendwie so zueinander. Und dann machen wir ein Skalarprodukt und teilen das Ganze aber durch die Länge ihrer Vektoren. Ja? Wie war es für B1? Das nur zum Vergleich. Bei B1 hatten wir gesagt, das haben wir auch ganz kurz hergeleitet aus der Orthogonalitätsforderung. Da lässt sich zeigen, dann nimmst du genau auch dieses Dot-Product, dieses Skalarprodukt, teilst es aber durch die quadrierte Länge von x quasi. Ja? Vielleicht ganz witzig und für manche wichtig zu wissen, damit Sie es einordnen können, wie geht denn ein Skalarprodukt? Ein Skalarprodukt hier oben, das geht, indem ich zwei Vektoren, die Beträge der Vektoren, ähnlich wie wir sie hier gleich im Nenner haben, die Beträge dieser Vektoren miteinander multipliziert und dann aber, ganz wichtig, den Kosinus des Winkels zwischen diesen beiden Vektoren. Und den Kosinus des Winkels, den hatten wir vorher auch schon erwähnt, der Kosinus des Winkels entspricht ja genau der Korrelation. Also haben wir hier eine Formel, die besagt, wenn du den Kosinus des Winkels hast, was die Korrelation ist, und das wieder mit den Beträgen der Vektoren multiplizierst, was ihren Standardabweichungen entspricht, dann kommst du bei diesem Dot-Product raus. Das heißt, wir drehen uns hier gerade die ganze Zeit im Kreis. Wir kommen dann wieder hier oben raus und das haben wir als Kovarianz bezeichnet. Und die Kovarianz ist damit also nochmal der Winkel mal den Längen, sozusagen mal den Standardabweichungen der Vektoren. Und damit habe ich jetzt eigentlich quasi nahegelegt, dass die Formel, die wir aus der Grundausbildung kennen, für die Korrelation Kovarianz, aber normiert für die Streuung, die in jeder Variable da ist, also normiert für die Standardabweichungen, quasi entspricht der Korrelation und das ist natürlich absolut identisch. Was hilft uns das jetzt allerdings in einem grafischen Sinne? Was bedeutet denn das eigentlich in einem grafisch-geometrischen Sinne?
Und damit ende ich dann sozusagen heute, weil ich dann beim R-Quadrat auch angekommen bin. Also bei dieser einfachen hier in der Mitte, bei dieser einfachen geometrischen Repräsentation von einem Vektor x, der in seinem Subraum hier liegt, einem Vektor y, der in einem anderen Subraum liegt, einer Projektion von y in den Raum von x, und zwar einer lotrechten Projektion, wobei natürlich ein Fehler bleiben wird. Wenn ich mir das alles betrachte, lande ich dabei zu sagen, dieser Winkel hier muss rechtwinklig sein. Das fordert das Ordinary Least Squares, also das Ordinary Least Squares Vorgehen, ja, die Kleinstquadrate-Methode quasi. Das ist ihre Definition, zu sagen, hier fordere ich einen rechten Winkel. Dann heißt es, ich habe hier quasi eine, wie ich immer sage, lotrechte Projektion in diesen Raum x. Und so ein lotrechter Schattenwurf, der kann nur dazu führen, dass y verkürzt dargestellt wird. Ja? Denken Sie daran, was man so im Allgemeinen sagt. Man sagt, wenn abends die Sonne irgendwie schräg steht, dann werden die Schatten länger. Und dann ist es auch, wenn da stehen wir auch mal auf der Straße, wir sind eigentlich nur 1,80 groß, aber der Schatten fällt irgendwie so hin, dass wir 3 Meter groß sind. Das ist aber nur, wenn die Sonne schräg steht. Ja? Sozusagen, so wenn wir den Lichteinfall von oben haben, und uns mit unseren 1,80 oder 1,60 oder was wie groß wir eben sind, uns nach vorne lehnen, dann bekommen wir einen Schattenwurf auf der Straße, der kürzer ist als wir selber, richtig? Und das ist die Situation, der wir hier im Ordinary Least Squares ausgesetzt sind. Wir haben eine Vektorlänge y, das ist die Streuung in y, und die fällt immer kürzer aus, wenn wir sie projizieren in einen Raum, sprich, wenn wir ein lineares Modell machen. Das lineare Modell ist ja die entsprechende die Verlängerung von x oder Verkürzung, die skalare Veränderung mit b, so dass wir an diesem Punkt hier ankommen, ja, wo quasi wo lotrecht die Projektion von y endet, ja, hier. Und jetzt schließt sich hier tatsächlich ein Dreieck, kann man so sagen, oder schließt sich ein Kreis, denn wir haben jetzt hier verschiedene Zutaten. Wir haben den Kosinus dieses Winkels zwischen y und x. Der entspricht der Korrelation. Wenn ich diesen Winkel mit den Beträgen von y und von x nochmal aufmultipliziere, bekomme ich die Kovarianz wieder zurück zwischen denen. Und für das Maß r², aber wichtiger, ich frage ja eigentlich, was ist die Länge von y? Das ist meine totale Varianz, die steht bei r² im Nenner. Und ich frage, wie viel dieser Länge konnte ich durch mein lineares Modell, durch meinen Schattenwurf, können wir sagen, recovern. Wie viel konnte ich erhalten von dieser Streuung? Ich konnte quasi die Streuung von y Hut erhalten. Nochmal, weil Schattenwurf, weil orthogonal, ist es immer kürzer. Und es ist immer kürzer, Achtung, um wie viel? Um den Faktor Kosinus dieses Winkels. Das ergibt sich letztlich, und das hat dieser Slide, ich habe das jetzt hier ganz in meinen Worten leider noch gar nicht abgebildet, das ergibt sich eben aus der Geometrie des rechtwinkligen Dreiecks, was Sie auch gerne jetzt nochmal in Ihren Schulunterlagen nachschlagen können, wenn es noch nicht zu lang her ist, oder auch einfach bei Wikipedia, oder eigentlich alles, was Sie wissen müssen, sehen Sie auch hier, rechtwinkliges Dreieck, ein Winkel hier ist definiert über das Verhältnis der Ankathete, also des an ihnen anliegenden Schenkels hier, zur Hypotenuse. Und in unserer Vorstellung, wenn wir das hier so angucken, ist quasi die y, quasi das zu modellierende Variable y, unsere Hypotenuse, und die Ankathete quasi unser modelliertes y-Hut, oder also x mal b letztlich. Ja. Und das Verhältnis dieser beiden zueinander ergibt mir die Korrelation. Und wenn ich das Ganze natürlich quadriere, dann habe ich sozusagen r², Cosinus Quadrat dieses Winkels ist dann r². Und damit kann ich auch sagen, r² ist das Verhältnis von sozusagen hier Ankathete, habe ich das nochmal richtig, zu Hypotenuse. Genau, ja, so rum stimmt sozusagen. Aufgeklärte Streuung ist die Vektorlänge, quadriert, die quadrierte Vektorlänge, zur ursprünglich vorhanden. Ich kann also, so viel Platz habe ich jetzt nicht hier, aber ich kann mir sozusagen hier auch nochmal
da Quadrate drauf zeichnen, mach es vielleicht doch mal. Das ist ja sozusagen die Vektorlänge von y quadriert. Ja? Und hier unten hätte ich dann sozusagen eine Art y, also x mal b, hat eine Vektorlänge quadriert. Oder kann auch sagen, y Hut quadriert. Ja? Und was bleibt? Das schon beschworene Vektorlänge des Residuums Quadrat. Ja? Und so haben Sie jetzt hier diese drei Quadrate zusammen, ist unser lineares Modell. Ein schönes Ende für diese doch recht lange Vorlesung zum Thema Geometrie der Regression. Denn jetzt haben wir alles, um uns um multiple Regression zu kümmern. Wir enden hier auf diesem Slide sozusagen, der uns unsere klassische lineare Formel, die ich hier nochmal ganz ohne Geometrie hinschreibe. Irgendwie habe ich y. Und die Variation in y, sprich die Vektorlänge, möchte ich aufklären. Und die kläre ich irgendwie auf durch ein lineares Modell xb. Und wir wissen jetzt, es geht vor allem immer um die Variation, die dieses Modell erstellt, die Vektorlänge dieses Modells x mal b. Und dabei werden wir aber einen Fehler machen. Es wird sozusagen in Lateinbuchstaben mal kurz einen Fehler geben oder ein Residuum geben, e. Ja? Das soll das Ende der Geometrie gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Es ist Ihnen das Buch von Wickens sehr, sehr, sehr ans Herz gelegt. Gerade wenn Sie mit Vektorgeometrie jetzt nicht so firm sind, können Sie dort in den ersten zwei Kapiteln das sehr schön aufbereitet nochmal sehen. Bis zum nächsten Mal.